Eine halbe Stunde nach dem Zieleinlauf ist die Weltmeisterin noch etwas wackelig auf den Beinen. Der Grund, ein kleiner Schwächeanfall nach dem Wettkampf, Probleme mit dem Blutdruck. Ja, ich bin sehr K.O., sehr kaputt. Das Rennen war wirklich super anstrengend. Es waren Temperaturen wie im Sommer. Ich bin eigentlich Wintersportler. Im Rennen Laura Dahlmeier hellwach, total fokussiert. Bei 20 Schuss nur ein Fehler, genau wie ihre härteste Konkurrentin, die Tschechin Gabriela Kukalova. Auf der Schlussrunde weiß Dahlmeier, die bis zu diesem Zeitpunkt führende Tschechin liegt virtuell 20 Sekunden hinter ihr. Diesen Vorsprung kann die laufstärkste Athletin heute sogar noch ausbauen und sichert sich nach 15 Kilometern ihr drittes Gold bei dieser WM.